Einen wunderschönen guten Tag hier aus Wörrstadt. Schon wieder und wieder bei Matthias Wilmbacher. Hallo Matthias. Das verwundert auch nicht. Hallo. Wörrstadt ist ja jetzt nicht so groß. Ich bin aus einem ganz besonderen Anlass da. Du hast ein Buch geschrieben und ich renne ja nicht sofort los, weil jemand ein Buch geschrieben hat. Schreiben ja viele Bücher, aber es ist schon sehr, sehr spannend. Bevor wir darauf kommen, du machst gern Urlaub mit der Kanzlerin. Ich habe gelesen, du bist in Südamerika mit ihr gewesen. Also wir haben nicht zusammen am Strand gelegen oder am Pool, obwohl wir am gleichen Morgen zusammen gefrühstückt haben, aber ein Stück weit auseinander. Das war auch eine sehr interessante Begegnung, denn ich hatte mit meinem Kollegen, der ist Geschäftsführer in Chile, hatte ich ein Frühstück ausgemacht und sitze da mit ihm und plötzlich auf einmal kommen sehr viele Menschen. Ein Menschenschwarm, mittendrin die Kanzlerin in ihrem bunten Jackett, gut zu erkennen. Und dann meinte ich, ja, aber da ist ja noch eine andere Person dabei. Und er meinte, ach, das ist ja der kolumbianische Präsident. Und das Witzige ist, er ist halt Kolumbianer. Also ansonsten hätte ich den ja nicht erkennen können. Und dann haben wir sozusagen deutsch-kolumbianische Verhandlungen durchgeführt. Am einen Tisch eben in Sachen erneuerbare Energien. Und genau, wer dich nicht kennt, du hast hier so ein Unternehmen, bisschen vielleicht selber erzählen, Juvi, ihr macht erneuerbare Energie. Genau, also alles, was mit erneuerbaren Energien zu tun hat, das machen wir auch. Unser Kerngeschäft ist allerdings die Projektentwicklung von Windparks, Solarparks und auch von Bioanlagen. Und das machen wir nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, unter anderem eben auch in Chile. Ich wollte erstmal festhalten, warum du mit der Kanzlerin rumreist. Also erstmal die Frage, wie ist das so? Was ist das für ein Flugzeug? Fliegt man da zusammen? Verbringt man da zusammen Zeit? Wie ist das, mit der Kanzlerin zu reisen? Also es gibt erstmal dann natürlich einen besonderen Einstieg. Also man geht nicht einem normalen Gate zu dem Flugzeug. Denn da sind auch sehr viele Details vorher zu klären, dass es natürlich funktioniert und man wird eingeladen. Also man kann sich nicht jetzt einfach da mal anmelden und sagen, jetzt würde man gerne mal mitfliegen, sondern es erfolgt eine Einladung dazu. Und es hat mich natürlich sehr gefreut, zum ersten Mal bei der Kanzlerin mitfliegen zu dürfen. Und es ging bei dieser Konferenz eben auch um erneuerbare Energien. Es sollten eben Abkommen unterzeichnet werden bezüglich Bergbau und auch bezüglich erneuerbare Energien. Und deswegen wurde unsere Firma da auserkoren, damit bei zu sein. Und es war super interessant. Das ist eine sehr große Maschine. Und es gibt eine Economy-Klasse. Da sind dann die ganzen Journalisten untergebracht. Und da wir sehr lange unterwegs waren, habe ich da schon ein bisschen mitgelitten mit den Journalisten. Für die Wirtschaftsvertreter und Sicherheitsleute gab es dann die Business Class und es gab einen komplett abgetrennten Bereich alleine für die Kanzlerin mit Konferenzräumen und allem drum und dran, was man so als Kanzlerin eben braucht. Ich meine, das ist ja voll lieb von ihr, dich da mitzunehmen als Unternehmer. Jetzt will ich langsam so auf das Buch zu sprechen kommen. Ich weiß nicht, ob sie dich wieder einladen möchte, wenn man das Buch so liest. Ich habe da habe ich ein bisschen Bedenken. Das Buch heißt Mein unmoralisches Angebot an die Kanzlerin. Was ist auf dem Flug passiert? Also ich kenne den Film, der ein unmoralisches Angebot, was ist da passiert? Also, keine Angst. Ich habe die ganze Zeit brav auf meinem Platz gesessen. Und ich habe noch nicht mal die Möglichkeit gehabt, mir die Gemächer von der Kanzlerin anschauen zu dürfen. Aber vielleicht zu dem Punkt zurück. Wenn man das Buch liest, könnte man den Eindruck gewinnen, ja, ich stelle viele Forderungen an die Bundesregierung, an die Kanzlerin. Und ja, es sind auch Forderungen dabei, die entgegen dem stehen, was die Politik gerade tut. Also ich fordere ein Umdenken in der Politik
in Bezug auf erneuerbare Energien. Die Zuschauer denken ja, wenn man da schon mit ihr rumreist, hat man einen guten Draht zu ihr und ist mit ihr verbandelt und so weiter. Warum braucht es ein Buch, wo du dich an sie wendest? Kannst du nicht normal mit ihr reden? Also so, wie ist das entstanden? Also es war natürlich sehr interessant, tatsächlich auch mal persönlich mit ihr reden zu können. Ich hatte zwar vorher schon ab und zu die Gelegenheit, so 2-3 Sätze mit ihr wechseln zu dürfen, auf irgendwelchen Elektromobilitätsgipfeln oder so, aber jetzt ein längeres Gespräch über mehrere Minuten, die Gelegenheit hatte ich vorher noch nicht gehabt. Und jetzt auf dem Hinflug wurde natürlich sehr intensiv, wurden die 6 Wirtschaftsvertreter befragt von der Kanzlerin, was wir denn an Erwartungen haben für unsere Firma jeweils, was wir an geschäftlichen Beziehungen da aufbauen können. Und auf dem Rückflug wurden wir dazu nochmal befragt, dazu dann in lockerer Runde beim Gläschen Wein haben wir gesessen und haben uns darüber unterhalten. Sie hat uns befragt, ja, sind denn unsere Erwartungen erfüllt worden? Nachdem wir eine gute Stunde miteinander in sehr lockerer Atmosphäre und in einem sehr angenehmen Gespräch mit der Kanzlerin da über unsere wirtschaftlichen Beziehungen zu Chile diskutiert hatten. Und dann dachte ich, jetzt ist eine Gelegenheit. Jetzt fasse ich mal all meinen Mut zusammen und spreche die Kanzlerin auf die Energiewende an. Für mich ist es seit 18 Jahren das Thema, was mich bewegt, was mir Sinn für mein Leben gibt. Und da dachte ich, es ist so eine wichtige politische Entscheidung, die jetzt gerade in der Mache ist, da spreche ich mit ihr darüber. Und sind alle aufgestanden, sind losgegangen und ich dann neben ihr. Und sie meinte dann zu mir auf die Frage, ob ich mit ihr mal ein paar Minuten über Energiewende sprechen könnte, meinte sie, Herr Willenbacher, schreiben Sie mir doch einen Brief. Und ich dachte, meinst du das jetzt ernst? Also wir hatten noch etwa 13 Stunden Flug vor uns und da dachte ich, ist jetzt schade, ist jetzt echt schade, aber gut, okay, muss ich akzeptieren. Wir sind dann alle wieder zu unseren Plätzen zurückgegangen. Neben mir saß der Vorstandsvorsitzende von Südzucker und Südzucker kann hier Zuckerrüben anpflanzen, aber kann man eben nur eine gewisse Saison dann verarbeiten und macht dasselbe eben mit Chicorée in Chile. Wir saßen da und die Kanzlerin wusste das, dass er das macht. Ein paar Minuten später, vielleicht 5 oder 10 Minuten später, kam die Kanzlerin nochmal in unseren Bereich raus, kommt direkt auf mich zu und ich denke schon, super. Sie will über die Energiewende reden. Sie will über die Energiewende reden. Sie beugt sich aber über mich hinweg zu meinem Nachbarn und fragt ihn, ob er nicht noch ein paar Tipps für Chicorée-Zubereitung hätte. Dann dachte ich, der Kanzlerin geht es nicht so wie mir. Mich kann man nachts um 3 Uhr wecken und ich bin sofort parat und rede mit jedem jederzeit über Energiewende. Es ist natürlich, ich bin total fasziniert und begeistert davon, aber diese Begeisterung scheint es bei der Bundeskanzlerin für das Thema eben nicht zu geben. Was nicht heißt, dass sie dann unbedingt eine andere Politik machen muss, aber es ist eben nicht dann das Thema, was sie nachts auch im Schlaf bewegt. Du hast ihr keinen Brief geschrieben, du hast ein ganzes Buch geschrieben. Du nennst es ein unmoralisches Angebot an die Kanzlerin. Man muss dazu wissen, Juwi ist ein Milliardenunternehmen und das Angebot ist ernst gemeint. Du sagst, ich verzichte auf dieses Unternehmen für die erneuerbaren Energien. Erklär mir das bitte, damit das Angebot verstanden wird. Wie meinst du das? Wie ich es eben auch schon gesagt habe, bin ich total fasziniert von dieser Idee, dass wir uns alle mit erneuerbaren Energien tatsächlich auch versorgen können. Und diese Idee hat mich schon bei meinem ersten Windrad erfasst und bis heute einfach nicht losgelassen. Deswegen ist es mir so wichtig, dass wir dieses Ziel erreichen können. Und jetzt mache ich der Kanzlerin ein Angebot und sage, wenn sie jetzt ihre Politik so gestaltet und nach der Bundestagswahl soll eben das Erneuerbare-Energie-Gesetz überarbeitet werden
Und wenn das dann so überarbeitet wird, dass wir im Jahr 2020 eben den vollen Umstieg geschafft haben, was jetzt für alle total unglaublich klingt und total ambitioniert und sonst was klingt. Aber es ist möglich, das zu tun. Und das zeige ich in meinem Buch, wie einfach das möglich ist. Zu dem Masterplan, dazu kommen wir gleich. Ja, aber weil es tatsächlich einfach möglich ist, deswegen muss eigentlich tatsächlich nur die Politik geändert werden. Und damit alle sehen, wie ernst es mir ist, deswegen würde ich die Anteile an meiner Firma komplett verschenken, wenn die Politik jetzt so geändert wird, dass wir uns im Jahr 2020 komplett mit erneuerbaren Energien versorgen können. Das ist mein Angebot. Das ist, ist ein gutes Angebot. Also du sagst ja nicht nur, dass du einen Wunsch hast und dafür bereit bist, einen Preis zu zahlen, sondern du sagst auch, wie das gehen könnte. Also in dem Buch steht was über einen Masterplan. Wie können wir bis 2020 100% erneuerbar sein? Das Wichtigste ist natürlich, dass wir erstmal die konventionellen mit den erneuerbaren Energien vergleichen. Herr Altmaier hat eine Rechnung aufgemacht, dass wenn wir jetzt die Energiewende tatsächlich durchführen, dass wir eine dramatische Kostenlawine auf uns zurollen sehen. Er hat von einer Billion oder mehr Kosten gesprochen. Und ich sage, es ist genau umgekehrt. Die einzig kalkulierbare Größe ist, dass wir tatsächlich möglichst schnell auf erneuerbare Energien umsteigen. Denn die konventionellen Energien werden immer teurer. Die Rohstoffe werden jeden Tag weniger. Mit jedem Liter Öl, den wir verbrennen, haben wir ein Liter Öl weniger auf der Erde. Und dazu kommen natürlich noch die ganzen Umweltschädigungen, die wir dadurch haben. Umweltkatastrophen, ganze Regionen werden weggebaggert. Also all diese Umweltzerstörungen kommen dazu. Aber der ganz entscheidende Punkt dabei ist, dass es immer mehr Menschen gibt und immer mehr Menschen, die tatsächlich auch Energie haben wollen, wie wir sie haben. Das heißt, all diese Menschen wollen Auto fahren, Laptop, Handy, Fernseher, Küchengeräte, Klimaanlage, Kühlschränke, alles Mögliche wollen diese Menschen auch haben. Wir sehen das in Ländern wie China oder Indien oder Brasilien, Mexiko, Indonesien, Malaysia. All diese Länder sind gerade dabei, eben von einem weniger entwickelten Land zu einem hochmodernen Land sich zu entwickeln. Und in dieser Phase wollen sie all diese Geräte haben und verbrauchen damit immer mehr Strom. Man geht davon aus, dass der Energieverbrauch in den nächsten 20 Jahren um mindestens 50% steigen wird. Und diese erhöhte Nachfrage wird eindeutig und zwar auch dramatisch zu Mehrkosten bei Öl, Gas und Kohle führen. Da geht überhaupt kein Weg dran vorbei. Also auch wenn die Vorräte immer gleich bleiben würden, würden wir definitiv eine Steigerung der Preise sehen. Und das ist der entscheidende Punkt dabei. Bei allen Szenarien, die gerechnet werden, wird immer mit einem sehr moderaten oder, wie Herr Altmaier es getan hat, mit einem gleichbleibenden Preis für unsere konventionellen Energien kalkuliert. Ja, wenn man annimmt, dass der Ölpreis in den nächsten 20 Jahren nicht steigt, okay, dann könnte man, ohne die Umweltzerstörung mit zu betrachten, könnte man tatsächlich dann Kohle einigermaßen vernünftig verbrennen zu, sage ich mal, einigermaßen wirtschaftlichen Preisen. Aber wie gesagt, immer ausgeblendet die Umweltzerstörung. Und wenn man aber annimmt, dass Öl, Gas und Kohle um wenige Prozent pro Jahr steigen in ihren Preisen und dann sind erneuerbare Energien, vor allen Dingen Wind und Sonne, weil sie unbegrenzt und kostenlos zur Verfügung stehen, einfach billiger. Sie sind definitiv billiger. Und wir geben heute schon 100 Milliarden für den Rohstoffimport pro Jahr aus. 100 Milliarden. Und es wird sich verdoppeln oder vielleicht sogar verdreifachen in den nächsten 20 Jahren. Und wenn es sich verdreifacht, entspricht das dem kompletten Haushalt, den wir in Deutschland haben. Also um da die Dimension klar zu machen. Es ist eine dramatische Entwicklung, die passieren wird. Und wir können uns nicht mehr versorgen. Energie wird einfach so teuer,
dass es dann nicht mehr möglich sein wird, vernünftig zu heizen oder vernünftig sich fortzubewegen oder vernünftig elektrische Energie zu verbrauchen. Vielleicht sogar nicht, ob friedlich zusammenzuleben. Genau. Das ist erstmal, wenn man diese Grundannahme tatsächlich verstanden hat, und dann weiß man, wie wichtig es ist, jetzt auf erneuerbare Energien umzusteigen, wenn man dadurch stabile Preise bekommt. Die einzige Möglichkeit, tatsächlich stabile Preise zu bekommen, ist eben nicht ein weiter so, sondern ist eben möglichst schnell, möglichst viel erneuerbare Energien zu nutzen. Und das ist die Hauptthese, die ich einfach bringe, zu sagen, durch einen schnellen Umstieg haben wir endlich stabile Preise, Sicherheit, Unabhängigkeit und wir bekommen einfach sozialere Möglichkeiten hin, wenn wir es dezentral machen. Demokratischere auch dadurch. Ja. Und da komme ich auch gleich mit zu meiner letzten Frage. Demokratischer insofern, du willst ja nicht deine ganzen Unternehmensanteile, wenn die Kanzlerin sich darauf einlässt, an sie geben, sondern an wen geht das Ganze dann? Ich möchte meine Anteile denjenigen zur Verfügung stellen oder schenken, die die Energiewende voranbringen. Da sind viele Energiebürger und da ist natürlich jetzt nicht möglich, ist, allen Energiebürgern die Anteile zu schenken, tue ich es oder schenke ich diese Anteile den Energiegenossenschaften. Denn Energiegenossenschaften ist eine Sammlung von vielen Menschen, wo Menschen schon mit 100 Euro Beitrag Energiegenosse werden können. Also sozusagen kann jeder, der nur eine kleine Menge an Geld hat, tatsächlich Energiebürger in einer Energiegenossenschaft werden und somit die Energiewende unterstützen und zukünftig seine eigene Energie selbst produzieren. Und das ist eigentlich so die Grundlage, die Basis für eine echte Energiewende. Also es geht eben nicht nur darum, sauberen, nachhaltigen Strom zu produzieren, sondern es geht auch darum oder gerade darum, die Energieversorgung zu demokratisieren. Dass eben möglichst viele Menschen teilhaben daran und das macht die Welt ein Stück besser. Also damit können wir es tatsächlich schaffen. Ein schönes Schlusswort. Ich danke dir für das Gespräch. Ich hoffe, es kommt bei der Kanzlerin an. Einige Freunde haben das Buch gelesen, die sind begeistert. Machst du dir eigentlich Sorgen, ob sie dich nochmal einlädt nach so einem Buch? Also selbstverständlich mache ich mir da Sorgen, dass sie mich vielleicht nicht mehr einladen könnte. Allerdings ist es für mich jetzt nicht das Highlight, in der Kanzlerinnenmaschine mitfliegen zu dürfen. Also es war ein tolles Erlebnis, keine Frage. Ich würde es auch wieder tun. Aber es ist nicht mein Lebensinhalt, sage ich mal so, es nochmal tun zu müssen. Viel wichtiger ist es mir tatsächlich, dass die Botschaft rüberkommt. Und ich hoffe, dass mit diesem Buch die Botschaft entsprechend gut transportiert werden kann. Dankeschön. Ich danke auch euch, meine lieben Abonnenten. Das Buch auch im Tombos 4 Shop erhältlich. Und Energiewende mit Willenbacher und viel Willenskraft. Bis zum nächsten Mal.